Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Arke Valguero. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz genau. Gleich als kleines Vorwort. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich hier über ein Like freuen, ne? Wisst ihr Bescheid? So, jetzt haben wir schon ganz viel in den letzten Folgen gemacht. Was ich mir aber jetzt heute mal vorgenommen habe, einfach nur mal so spaßeshalber. Ihr macht ein schöner Trizirum. Level 100. Es gibt bestimmt noch bessere, aber der springt jetzt hier schon die ganze Zeit so rum. Ich kann ja mal gucken, ob es einen anderen gibt. Entschuldigung, da kam Luft entgegen. Guck mal, vielleicht macht hier hinten noch einer rum, der vielleicht noch besser ist. Umso höher das Level, umso besser ist es. Schauen wir mal. Oh, was hast du für ein Level? Oh, 55, ey. Das Einzige, was du verdient hast, ist zu sterben, damit ich dein Keratin bekomme. Nein, Quatsch, also sinnloses Sterben machen wir nicht. Wir töten nur das, was wir brauchen. So, das heißt, wir rüsten uns wieder aus. Okay, haben wir alles, wunderbar. Also Betäubungsflinte und dann gib ihm. So, was sind das für ein Pacher hier? Para 25, ja, dolle Wurst. Jo, wo bist du? Aha, bizarre, das war ein Volltreffer, ne? Nein, lass mich! Lass mich in Ruhe! Müssen wir ein bisschen weg von den anderen Tieren, weil sonst greifen die nämlich mit an. Ja, ja, komm nur her, komm nur her. Ich versteck mich, ich versteck mich. Wo bist du? Da kommt er. Aha. Nein. Lass mich in Ruhe. Hör mal auf. Muss man gezielten Schuss landen. Oh, das gibt's doch nicht. Nein, nicht ins Wasser. Meine Fresse, ey. Soll mal sehen, dass ich den hier unten irgendwie lang locke, damit ich von hier oben auf ihn drauf schießen kann. Hat das funktioniert? Ja, hat funktioniert. Ich krieg dich, ich krieg dich. Boah, selbst hier hinten kriegt er mich, ey. Das gibt's ja nicht. So, aber gleich liegst du. Gleich liegst du. Haha, ich hab dich. Da guckst du, da guckst du. So, habe ich noch irgendwas dabei? Nein, ich muss mal schnell was sammeln. Lö, 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 lö. Hier ist ein Gebüsch. Alles klar. Damit habe ich mich jetzt auch ein Trizi in der Sammlung. Jawohl. So. Meißen wir jetzt mal alles in ihn rein hier. Zack, 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 zack. Aha. Ein Trizi, ein Trizi. Komm, fress mal ein bisschen schneller. Oh, Para, du nervst mich gerade. Verschwinde mal. Dankeschön. So, dauert nicht lange, dann ist er fertig. Hey, mit dem kann man nämlich auch ultra geil abfarmen. Also, Büsche, kein Problem mit dem. Oh, jetzt dauert's wieder. Nein, es dauert nicht, alles klar. Dankeschön. Oh. Alles klar. So. Jetzt hat er 149. Geil, geil, geil. Okay, dann komm mal mit. Lüdel, 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 lüdel. Machen wir auch gleich mal einen Sattel für ihn. Ein neues Tier in meiner Sammlung. Da kommt er angewackelt. Alles klar. So. Ein Sattel für den Trizi. So, Sattel. Habe ich schon Triceratops-Sattel gelernt? Ich weiß es gerade gar nicht. Warte mal. Tri.
Ceratops-Sattel habe ich gelernt. Ja, alles klar. Macht man, glaube ich, im Inventar. Alles klar, Dankeschön. Okay, wunderbar. Warte mal. Da. Triceratops-Sattel. Ist es das? Nein, das ist Lymantia. Was ist das? Triceratops-Sattel. Alles klar, ich brauche noch Holz und Leder. Das sollte doch kein Problem sein, oder? So. Oh, Entschuldigung. So, da drauf. So, Triceratops-Sattel. Holz wieder zurück. Wassern. Leder. So. Alles klar. Dann können wir ihn reiten. So. Komm mal her. Einmal mit Sattel ausgestattet. Perfekto. So. Können wir nämlich gleich mal hergehen. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie cool der abernten kann. Hat halt nicht besonders viel Ausdauer bis jetzt. Der muss dann auch erst aufgelevelt werden. So, zack. Zack. So, müssen wir auch richtig schöne viele Bären zusammenkriegen. Jetzt mit dem. So, tun wir mal hier alles abfarmen, was geht. Yay. Also wie gesagt, der Trizi ist auch ein super Farmtier. Ich will sogar noch sagen, besser als der Para. Weil der Para, der tut nur punktgenau abfarmen. Und der Triceratops macht schon einen größeren Radius um sich herum. Aha! Attacke! So, mal gucken, was haben wir jetzt an Holz mitgenommen? Oh, falsches Inventar. Entschuldigung. So, Holz kann er auch abfarmen, aber hier vor allem Stroh. Also Stroh kann er richtig geil abfarmen. Und hier Bären. Also funktioniert richtig gut. Das freut mich. So. Mal gucken, wie viel er an Holz abfarmt. Okay, das ist nicht besonders viel, was er an Holz abfarmt, aber egal. So, alles klar. Jetzt müssen wir mal hergehen. Müssen wir mal das Zeug rausschmeißen, was wir jetzt nicht brauchen. Also, die Samen, okay, die will ich jetzt drinnen lassen, weil wie gesagt, die können wir ja dann irgendwann einpflanzen. Karottensamen, Maissamen, also die auf jeden Fall. Warte mal, dann würde ich doch sagen, die ganz normalen, die Zitronensamen lassen wir drinnen. Was ist das hier? Amarbeerensamen können raus, Tindobeerensamen können raus, Steamberry-Samen können raus, Narkobeerensamen können auch raus. So, diese Samen können auch raus, das kann auch raus. So, weil ich würde natürlich dann nur diese Pflanzensamen behalten, die jetzt halt für uns relevant sind, auch für die Beete. Lülülülül. Wackeln wir mal ganz langsam zurück, dann können wir mal den Trizi wieder entleeren. Ich weiß, ein Trizi jetzt zu zähmen ist nichts Außergewöhnliches, ja, aber trotzdem, ich nehme es mit rein. Nimm es trotzdem mit rein. So. Lö, 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 lö. Mir fällt dann gerade auch ein, ich könnte ja schon mal hergehen und könnte zum Beispiel auch schon Pflanzensamen auf die Beete verteilen. Das könnte ich machen. So, mal gucken. Was brauchen wir denn jetzt alles? 1, 2, 3, 4 Beete bräuchten wir dafür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dann können wir auf jeden Fall schon mal pro Beet hergehen. Und können schon mal... Was ist das jetzt? Karottensamen. Alles klar. Wir können hier zum Beispiel schon mal überall Karottensamen... Also hier zum Beispiel zweimal Karottensamen hier rein. Dann hier können wir rein tun. Warte... Da können wir hier, was haben wir hier? Zitronensamen können wir hier rein. So, Wasser 600, Wasser 600, Wasser 600. Hier, das ist, ja. Also, es ist halt noch nicht gedüngt. Das heißt, da muss auch noch dann Dünger rein. Aber bewässert ist es schon mal. So, jetzt hatten wir hier die Zitronensamen, wir hatten die Karottensamen hatten wir reingemacht. So, jetzt machen wir hier Kartoffelsaat hier rein. Hier machen wir auch Kartoffelsaat rein. Hallo, willst du wohl? So, Kartoffelsaat. Dann machen wir nämlich hier in die restlichen, machen wir jetzt die Zitronensaat rein. So, oder was hatten wir noch?
Habe ich was vergessen? Warte. Was hatten wir hier drinne? Hier drinne? Ach hier, Zitronensamen hatten wir schon. Was hatte ich hier rein? Hier ist Kartoffelsaat. Was ist hier drinne? Auch Zitronensaat. Okay, alles klar. Dann mal kommt hier die Maissaat rein. Hier kommt die Maissaat rein. Nee, hier nicht. Und das hier. So. Mais. Alles klar. Hier auch noch Mais. Und hier auch noch Mais. So, haben wir es doch perfekt. Alles klar, jetzt können wir mal gucken, was schon an Dünger fertig ist. Hier ist sogar schon was fertig, du. Ich werd bekloppt, hier ist ja sogar schon was fertig. So, alles klar. Das tue ich aber noch nicht gleich rein. Jetzt muss ich erstmal hier was wegschmeißen, weil das hier brauchen wir nicht mehr. Also raus, raus. Raus, 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 raus. Alles klar. So. Der wackelt so schön durch die Gegend mit seinem Kopf. Wackeldackel. So. Die Bären nehmen wir jetzt raus. Warte mal, ein bisschen lasse ich ihn... Ach nee, braucht er ja nicht. Ja, er hat ja den Futtertrog. So. Okay. Das Holz nehme ich mal mit. Stroh nehme ich auch mit. Okay, alles klar. Dann ist er wieder leer. So, alles klar. Der ist leer. So, das Stroh kann ich mich jetzt hier in den S-Plus-Tisch erstmal reinpacken. Ah, da tue ich auch das Holz rein. So, alles klar. Perfekt. So, den Rest. Oh, Koordination heute null, Freunde. So, das ist wahrscheinlich zu warm. Liegt an der Hitzewelle momentan, die wir haben. Ach, ich weiß nicht, ob es dann auch noch so heiß ist, wenn dieses Video veröffentlicht wird. Aber jetzt heute, wo ich das Video aufnehme, ist es sehr heiß. So, das haben wir hier reingetan. So, dann haben wir Narkobären. Dann können wir frisches Narkosemittel herstellen. So. Wie viel können wir jetzt machen? Huhu, einiges wieder. Perfekt. So, und die restlichen Steamberry packe ich wieder in die Kackmaschine. Weil die Steamberries brauche ich tatsächlich nur für den. So, zack. Oh, warum hast du eigentlich hier die... Ach, egal. Lassen wir drin. Sei es dir gegönnt. So, und dann parken wir unseren Trizi bei den anderen Tieren. So, hier ist ein schöner Parkplatz für dich. Zack. Sulli. Freunde, damit ist diese Folge am Ende. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Heute nur mal eine Special-Folge für den Triceratops. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Ich versuche mir was Spannendes auszudenken. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao.